Also erstmal muss man als Unternehmen immer dafür sorgen, dass man gut finanziert ist und dass man auch in schlechten Zeiten damit leben kann, seine Unternehmenspolitik auch in der Weise fortzusetzen, wie man es im Vorfeld getan hat. Und man muss natürlich versuchen, immer nah am Kunden zu sein, immer dafür sorgen, dass man Aufträge bekommt, aber auch immer lieferfähig zu sein. Das heißt auch der Punkt Working Capital, das spielt bei uns nicht so eine ganz große Rolle. Wir haben lieber ein bisschen mehr auf Lager, können aber dann trotzdem liefern. Aber auf der anderen Seite müssen wir innerhalb der Produktion sehen, wie man die Prozesse verbessern kann, wie man mehr automatisieren kann. Wir sind Massenhersteller und brauchen die Stückzahlen und das ist eben unser Weg.